Hallo und herzlich willkommen an diesem Samstag in unserer kleinen Stadt. Und wir müssen unbedingt sofort, nachdem ich etwas gezeigt habe, und zwar, yay, den Postkartenmodus. Ist das nicht hübsch? Ist das nicht schön? Ja, alles, was das Herz begehrt, das ist wirklich schön. Unsere kleine Gemeinde. Oh, kriege ich hier auch noch eine bessere Ansicht hin? Oh, hier so, das ist schön. Und irgendwo konnte man dann auch einen Dings... Ja, ich kann nicht mehr reden. Oh, und schon haben wir die Ansicht gedreht. Wieder mal mittlere Maustaste und dann hat sich die Sache. Die Kirche scheint nur bis dorthin zu reichen. Wir bauen gleich mal ein paar Bauernhäuser nochmal hin. Und schon wieder ein Wohnhaus ausgestiegen. Denn wir müssen uns ein bisschen beeilen. Das ist jetzt inzwischen schon, glaube ich, die dritte Aufnahme. Es ist inzwischen Mittag. Ich bin einigermaßen ausgeschlafen. Aber davor habe ich nur Morgs gebaut. Einmal hat die Comtesse mit mir einen Krieg angefangen. Und ich habe jetzt gesagt, egal was jetzt passiert, das lassen wir so drin. Die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt. Vertragsschluss bei Mitgliedern. Was? Hildegard von Luvenstein schließen einen Handelsvertrag. Achso. Ich dachte, Vertragsschluss im Sinne von... Kein geringeres Schiff als dieses wäre eines echten Korsaren würdig. Ja. Ist gut. Wo ist mein Schiff? Ist das mein Schiff? Ja, das ist die Neptun. Wenn ihr so weitermacht, herrscht ihr eines Tages über eine Metropole. Ja, wenn man mich lässt. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Das ist ja schön. Für Guy. Wir werden aber noch eine Runde bei hier Northie einkaufen, denn wir wollen dort oben uns diese kleine Insel erschließen, damit wir uns bald mal ein paar Werkzeugsachen bauen können. Und hier unten wollen wir eine Werft hinsetzen. Nein, nicht hier unten, sondern bei uns. Und dazu bräuchten wir auf jeden Fall erst einmal Stein. Und jetzt werden wir einmal an die Steinvorkommen herangehen. Die waren, nein, das ist wieder Sohle. Die waren hier irgendwo ganz doof versteckt. Deswegen werden wir das... Hier ist Stein. Ne, wir werden da oben Stein produzieren und auf jeden Fall erstmal ein Handelsschiff hier unten. Bevor wir uns dem Sultan zuwenden. Ich weiß, der Sultan wird uns ein Handelsschiff geben. Allerdings... stößt das, glaube ich, einige Ereignisse an, die ich nicht haben möchte. Erst einmal. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Ja, schön für dich. Ich weiß nicht, wie man Guy Forcas guten Gewissens irgendetwas überlassen kann, aber hey, es ist die Sache des Sultans, nicht unsere. Genau, und wir brauchen auf jeden Fall noch eine Seilerei. Wir werden einmal sehen. Genau, das reicht bis dorthin, bis ungefähr hier zu diesem Busch. Deswegen werden wir an der Grenze des Busches, nein, hier wollten wir das machen. Bei uns fehlt Werkzeug, genau, deswegen müssen wir erstmal bei Northie einkaufen und Northie war hier. Mit unserem Schiff. Der Besatzung dieses Schiffes kann man blind vertrauen. Meinst du? Wo ist denn mein Schiff? Hallo, mein Schiff? Wo ist das? Fährt das hier noch rum oder was? Oh ja, ich bin so... Das ist so viel Skill, ja. Auf einmal, das hält man nicht aus. Ach, jetzt bist du da, Neptun. Meine Lager stehen euch jederzeit offen. Wir werden einmal schon mal das hier einkaufen. Mhm. Wir bezahlen mit Ruhm. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann, ich bin gern bereit, mit euch zu handeln. Das ist aber nett, Northie. Wir brauchen... Ach so, erstmal was anderes. Wenn es weiter nichts ist, womit ich behilflich sein kann... Und können auch mit Ruhm wieder Sachen freischalten. Wir brauchen auf jeden Fall Kostbarkeiten des Abendlandes. Bietet zusätzlich Items der Bürger in seinem Konto an. Das brauchen wir nämlich, weil wir noch gegen nicht ein gutes Geschäft besonders weit vorangeschritten sind. Und neben Werkzeug und Holz... Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Oh, meine komplette Siedlung. Hä? Ich dachte... Der, ich helfe euch gerne aus. Northie? Naja. Wo ist denn? Ach, hier. Genau, ist schon mal ein Holzdings. Wir können eine Feuerwache bauen. Der Großvezier wartet schon. Mhm. Mit diesem Zeichen eurer Ehrerbietung werdet ihr Al-Sahir ohne Zweifel erfreuen. Das ist schön. Mit diesen paar Rollen.
Wir brauchen aber unbedingt noch Stein und so. Und seht euch. Wieso ist das nicht freigeschaltet? Sie müssen erst die Rechte erwerben. Habe ich doch. Das habe ich doch gemacht. Ja, brauche ich vielleicht Ihr noch. Seid ein Hannes ehrbarer Edikt. Mensch. Ah ja. Mhm. Der Kaiser. Ja, das ist schön. Wir sind ehrbar. Ich hoffe, ihr findet wonach. Und jetzt bietest du mal bitte. Nein. Bietest du nicht. Okay, dann gucken wir mal. Wir haben jetzt gerade neuen Ruhm bekommen. Ob wir das hier noch haben können. Und dann gucken wir mal nach. Ich bekomme regelmäßig Waren aus. Ah, endlich. Gut, wir brauchen Seile auf jeden Fall. Ach, jetzt ist unser Lagerraum voll. Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Dann fahren wir mal zurück. Und ja, liefern das erstmal dort ab. Und bauen uns dann. Ja, dann brauchen wir den Stein vielleicht gar nicht. Doch, den brauchen wir für die Werft. Genau so ist es. Gut. Die restlichen Seile. Um die restlichen Seile werden wir uns jetzt einmal gleich kümmern, wenn es denn soweit ist. Hier haben wir jetzt ein baufälliges Gebäude. Wir können allerdings nichts machen, da wir uns die Hände gebunden sind. Uns fehlt Werkzeug. So, für ein kleines Kontor brauchen wir 3 Holz, 2 Werkzeug. Und dann werden wir für den Markt brauchen wir nochmal 3 Werkzeug und 5 Holz. Das heißt, wir brauchen für eine neue Besiedlung der Insel dort bei Bruder Mering. Wo bist du? Genau hier. Müssen wir ja anschließen hier an den Strand. Wir könnten natürlich auch hier den Marktplatz hinbauen. Oder hier das Kontor hinbauen. Ich glaube, das ist klüger. Und dann hier den Marktplatz und dann da oben ein paar Fischerhütten. Ja, ich glaube, so mache ich das. Und dann die Straße anschließen. Dann brauchen wir erstmal kein Werkzeug von Northy mehr zu beziehen. Das ist ja schon ein kleines Stück von dort nach da oben. Und dann werden wir uns ein bisschen unabhängig machen, hoffentlich. Rechtzeitig. Ich weiß es nicht. Wir sind wirklich sehr, sehr Militärbudget. Wir sind sehr unabhängig, anfällig, würde ich behaupten. Das Problem ist nämlich, wenn irgendwer uns den Krieg erklärt, dann haben wir irgendwann ein richtiges Problem. Hier, das ist verrußt oder so. Gerade nicht, okay. Aber die werfen einiges an Steuern ab, das ist natürlich sehr gut. Wie viel Werkzeug braucht denn eine Kirche? Sonst würden wir nochmal eine bauen. Auf jeden Fall eine ganze Menge und sehr, sehr viel Holz. Vielleicht sollten wir auf jeden Fall noch eine Holzfällerhütte bauen. Das wäre klug. Aber die brauchen natürlich auch Werkzeug. Hey, super. So, was sagten wir jetzt? Wir brauchen auf jeden Fall 5 Werkzeug und einiges an Holz. Dann lassen wir mal 7 Werkzeug hier in der Kiste. Das packen wir mal bei den besonderen Sachen hin. Und 11 Holz. Die Seile werden wir komplett dort lassen und ein bisschen Fisch mitnehmen. Sehr schön. Und dann brechen wir auf zu neuen Gestaden und bauen dann uns dort eine kleine Werft hin, damit wir hier eine kleine Handelsroute zwischen den beiden Inseln machen. Der Erfolg dieser Angelegenheit hängt von eurer Unterstützung ab. Mhm. Gut, unpassend oder passend kommt jetzt ein Auftrag des Großviziers rein. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Naja, wir kümmern uns erst einmal Logbücher. Zeit eine halbe Stunde. Okay. Rennt die in Echtzeit runter? Eure Stadt muss erst wachsen, bevor sie sich weiterentwickeln kann. Ja, fehlende Aufstiegsrechte ist gut, Northy. Wir sind hier ja auch noch am Anfang. Wir sind nicht besonders schnell, muss ich zugeben. Richtige Pro-Gamer, ja, würden das natürlich viel, viel schneller hinbekommen. Aber das sind wir nun mal nicht. Wir sind ein bisschen noobiger unterwegs. Was aber nichts macht. Ich hoffe nur, unsere Gemütlichkeit hier bricht uns nicht irgendwann den Hals. So, jetzt haben wir die Straße gerade angeschlossen. Und hier ein bisschen ein Überstand an Straße. Und machen uns jetzt... Wie sieht's denn mit dem Most aus? Machen wir uns noch einen Hof. Fisch sinkt. Ja, weil wir es ausgeladen haben. 8 Werkzeug. Das ist gestiegen. Most haben wir gar keinen. Was haben wir denn hier angebaut? Das ist doch Most. Ja, Obstwiese. Gut, die trinken uns den ganzen Most weg. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch einen Mosthof. Ihr dürft eure Bewunderung gern offen zeigen. Ja, hoffentlich erklärt ihr uns nicht so zu bald den Krieg. Das wäre nicht gut.
So, wir pflanzen einmal an. So. So geht das auch nicht. Ach, wie schade. Nun. Eins, zwei, drei. Okay, gut, hat geklappt. Wie wäre es mit ein wenig Zuwendung? Ja, bitteschön. Wenn ihr wisst, was einer Dame wie mir zusteht. Ich möchte, also wir holen uns das zurück, ja? Wenn, sobald wir ein bisschen mächtiger geworden sind. Das ist nur recht und billig. Jetzt kümmern wir uns mal ein bisschen um die Produktionsstätten. Das ist auch wichtig. Vier, fünf, so rum. Genau, dann können wir nämlich direkt daneben noch etwas setzen. 5 von 4. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ach, man kann nur 4 haben, oder wie? Okay, dann müssen wir wieder einen abreißen, oder was? Ja, dann reißen wir einmal die hier ab und hier die da. Und dann können wir uns nämlich irgendwo dazwischen mal noch eine Hanfplantage bauen. Hier ist es so ein bisschen ungünstig. So, warte. Eine Obstwiese nach dort und dann nochmal eine nach dort. Dann können wir nämlich auf jeden Fall diese hier abreißen. Und die da auch. So, wir bekommen Obst zurück. Leider sind die Apfelbäume hier natürlich noch nicht zu sehr gewachsen. Hier konnte man aber... Ne, hier kann man auch nur 4 einbauen. Okay. 1, 2, 3 und... 4. So, dann bauen wir noch eine zweite Hanfplantage natürlich, weil eine reicht uns nicht. Wir haben noch 129 Überschuss. Die sitzt dann immer so blöd. Dann machen wir das Feld doch nochmal weg. Und setzen das dann doch etwas besser hin. Dann können wir vielleicht da oben noch eine Holzfällerhütte oder sowas hinbauen. So. Vielleicht. Gut, dann machen wir hier noch eine Holzfällerhütte hin. Vielleicht hier so. Genau, sehr schön. Die braucht natürlich noch eine Anbindung zur Straße. So, ist immer noch 100%. Ja, fein. Den Mosthof hätten wir vielleicht noch ein bisschen nach da drüben setzen können dann. Ach nee, hätten wir nicht. Machen wir halt noch was anderes dazwischen. Vielleicht zum Beispiel noch ein zweites Markthaus. Genau, perfekt. Oh, nicht genügend Baumaterial. Was fehlt denn jetzt bitte? Werkzeug, ich habe es befürchtet. Hanfplantage oder eine Weberei können wir vielleicht hoffentlich... Nein, da brauchen wir wieder 3 Werkzeug für. Das ist ja schade. Gut, wir hätten hier ein Schiffchen und können uns ein kleines Kontor hinsetzen. Meinen Respekt. Was? Oh. Giforkas hat etwas gesagt. Ah, Siedlungsgründung. Begeistert, sehr schön. Ich freue mich. Oh ja, das ist auch schön, weil wir schließen ja immerhin hier ein... die Straße hier... Oh nein! Seht ihr das? Jetzt fehlt... Die Frage ist, wenn ich jetzt... Ja, reiß mal kurz ab. Wir kriegen das ja wieder. Wir setzen das jetzt mal... Nicht genug Baumaterial... Oh nee, haben wir das doch nicht zurückgekriegt. Schön blöd. Dann fahren wir im Eiltempo zurück. Ist das jetzt bei uns im Kontor gelandet? Oh nee. Wie dumm kann man eigentlich sein? Gut, dann müssen wir doch wohl nochmal bei Northy vorbei. Und, das ist die Neptun. Ich hätte davor vielleicht die Ressourcen rausnehmen sollen. Gut, fahren wir zuerst hier hin. Was ist, liegt jetzt hier im Kontor? Ach, wir wollten sowieso zu Northy um... Ne, dann fahren wir zuerst bei Northy vorbei und dann bei uns. Und wir haben ja immer noch den Auftrag vom Sultan. Oh Mann. Schreibt Waren, die ihr benötigt, an eurem Kontor einfach zum Handel aus. Oh, okay. Das ist natürlich gut.
Wir haben noch kein Schiff und können das machen. Das können wir gleich mal machen. Wir bekommen hier... Ein Brand zerstört ihre Siedlung. Ja, ist gut. Wir bekommen noch 23 Werkzeug. Meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord. Das ist schön. Gut. Wir werden uns gleich mal um die Ausschreibung kümmern. Davor kümmern wir uns aber mal. Das ist da unten. Gut. Um das Treibgut. Fahr da mal hin. So, und dann schreiben wir Waren, die wir benötigen, aus. Das können wir das hier machen. Handelsplatz. Links klicken, um Waren auszuwählen, die in Wolfshafen gehandelt werden sollen. Sehr schön. Gut, ich hätte gerne eingekauft. Ein bisschen Stein. 10. 10 Stein. Okay, 14 reicht auch. Dann hätte ich auf jeden Fall gerne Werkzeug. Auch so 10 Stück. Nö, gern 20. Gut. Wir möchten dafür mit Fisch handeln. Ach, das ist plus. Ah, okay. Erstmal mit 9 oder so. Nicht, dass wir dann in die Unterversorgung geraten. Und ansonsten haben wir nichts. Wobei, wir hätten noch Most im Angebot jetzt vor allem. Da... Das will aber keiner haben. Interessant, okay. Dann löschen wir das doch mit Rechtsklick gleich wieder. Gut, und noch haben wir gerade nicht mehr im Angebot. Jetzt werden wir Stein und Werkzeug handeln. Das ist natürlich sehr gut. Wo ist unser Schiff? Hier. Sehr schön. Und wir haben noch 21 Minuten Zeit. Hier haben wir einige Probleme, was rußverschmierte Häuser angeht. Die sind baufällig und angegriffen. Noch stürzen sie aber nicht ein. Das heißt, sobald wir genug Werkzeug haben, werden wir... Oh, jetzt habe ich nicht auf die Uhr geguckt. Naja, werden wir... Ich mache ab jetzt mal noch 20 Minuten. Wenn es eine Überlängenfolge wird, dann wird es halt eine Überlängenfolge. Selber schuld. Oh... Mein Handy-Akku ist fast leer. Ist auch egal. So. 20 Minuten ab jetzt. Was wollte ich sagen? Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Was ist hier das Problem? Lager voll. Okay, wahrscheinlich haben wir wirklich zu wenig Handelshäuser. Ich würde, wenn es mir gelingt, irgendwann auf jeden Fall die Insel mit der Karawanserei von Karim, hieß der. Ah, willkommen! Genau. Kann ich euch vielleicht zu einem kleinen Geschäft überreden? Ja. Vertragsschluss zwischen der Baronessa und Dingsbums. Hier sind die Logbücher und mein Schiff ist hier. Glaube ich. Sehr gut. Ich hätte mir eine schönere Farbe aussuchen sollen. Also eine etwas bessere. So, jetzt bauen wir hier nochmal eine Fischdingsbums hin. Ein Mitspieler hat eine orientalische Siedlung gegründet. Ist schön für dich. Ich hoffe, meine Insel wird von keinem besiedelt. Was wollt ihr eigentlich aus den Erzeugnissen der Hanfplantage herstellen? Weißt du, Northy, ich kann nicht, ich will eine ganze Menge herstellen, aber ich bekomme einfach keine Werkzeuge. Null Werkzeuge befinden sich. In Wolfshafen, es wird aber eingekauft, hoffentlich, falls hier mal ein Schiff vorbeikommt. Mein Schiffchen ist inzwischen da und wird auf jeden Fall irgendetwas mit Werkzeug holen. Gut. Da wir jetzt ohne Werkzeug relativ wenig machen können, werde ich mich an dieses Eck begeben. Und das stimmt da jetzt so ein bisschen auf Dings hier klicken. Auf Schnelldurchlauf. Und sobald es da ist, werden wir es verlangsamen. Zisch! Gut. Sehr schön. Wie viel haben wir denn davon? Ach, da unten. Ach, jetzt müssen wir es zurückbringen. Bergen Sie eine Kiste. Okay, das schaffen wir. Und jetzt müssen wir es zu dieser Insel bringen. Da, wo der rote Punkt ist. Und wir werden eine Menge Werkzeug dafür erhalten. Und vielleicht... Unser Geld steigt noch ganz gut. Vielleicht werden wir auch bald... Sobald es sinkt, wissen wir haben Werkzeug eingekauft. Dein Geld ist bei mir in besten Händen. Hassan hat in ihrer Stadt Wolfshafen gehandelt. Ach, sehr schön. Das hat also geklappt. Er hat Stein und Werkzeug vorbeigebracht und sogar Fisch abgenommen.
Das finde ich schön, dass das so gut funktioniert. Allah segne euch. Oh, hat er auch gemacht. Sehr schön. Danke, Shukran. Ihr habt dem Sultanat einen großen Dienst erwiesen. Das finde ich gut. Sehr schön. Wir hätten eigentlich die Urkunde gleich mitnehmen können. Wir können gleich nochmal sehen, wo ist jetzt unser Schiff? Das Schiff wieder vergessen. Hier? Genau, hier. So. Wir haben jetzt 23 Werkzeuge an Bord und fahren damit mal auf direktem Wege zu unserer Insel. Wow, und wir haben von... Ach ja, weil wir eingekauft haben, haben wir 14 Stein und 15 Werkzeug. Dadurch sind wir nicht mehr... Jetzt senken wir das mal ein bisschen. Auf 5? Nee, auf 4 ist von mir aus gut. Stein wollen wir anscheinend nicht mehr einkaufen, oder was? Oder sinkt das dann auf... Ah, sehr schön. Das ist gut. Dann hätten wir auch ohne Schiffe auskommen können, wenn wir diesen Tipp gehabt hätten. Das heißt, wir können irgendwann mal, falls wir gezwungen sind, neu anzufangen, mal nur mit einem Dings anfangen. Wie heißt das noch? Nur mit einem Kontor. Jetzt können wir auf jeden Fall noch zwei Dinge bauen. Erstens mal eine Feuerwache. Die setzen wir einmal nach da. Jetzt haben wir schon kein Werkzeug mehr, uns fehlt der Stein. Okay, und eine Zimmermeisterei. Auf einer Insel ist ein Gewitter aufgezogen. Okay, das gucken wir uns gleich mal an. Wenn wir das hier hinsetzen... Gut, wir setzen das mal hier hin. Dann werden nämlich die drei Häuser sind dann im Einzugsbereich. Und wo ist denn das Gewitter? Ach, da unten. Hoffentlich fährt die Neptun da nicht durch. Oh, sieht das nicht super aus? Oh, hier ist ein alter Turm. Neutrale Kraft. Wer ist denn hier? Kuno von Remboldt. Schatzsucher. Wir könnten uns zusammentun. Ich grabe und ihr bezahlt das Ganze. Alles für die Ur- und Frühgeschichte. Epische Musik. Stonehenge. Na, wir werden uns vielleicht dazu überreden lassen. Denkt nur, all die Preziosen, die hier auf ihre... Ja, Preziosen, auf Wiedersehen. Braffis, hier, sie. So, ich kann nicht mehr reden. Sehr schön. Sieht das nicht toll aus? Bis auf die baufälligen, angebrannten Häuser da, aber... Das war ein wundervoller Tag. Ja, schönes Wetter. Auf anderen Inseln geht die Welt unter, aber hey, ist auch egal. So, jetzt muss ich das mal wieder so hindrehen, dass ich mich darauf zurechtfinde. So ist das nicht. So, immer schön mit dem Kontor vorne. Dann finde ich mich auch zurecht. Sehr gut. Wir haben nur noch 5 Werkzeug. Vielleicht kommen ja mal wieder ein paar Schiffe vorbei und handeln mit uns. Das Geld ist natürlich dementsprechend runtergegangen, aber wir haben gerade Einnahmen von 130. Das ist schon mal sehr gut. Ist etwa unser Lager für Holz voll? Kann das sein? Yes. It's possible. Hier ist noch eine sehr schöne Insel, die nicht besiedelt ist, aber alles hat seine Zeit. Wir werden erstmal mit den 23 Werkzeug in den Hafen einlaufen, und weil wir jetzt gerade wieder so schön wenig machen können. Wobei, wir können nochmal ein Lagerhaus, also nochmal so ein Markthaus bauen. Das setzen wir nochmal. Hier ans Eck. Mit die Sachen. Wollte ich nicht eigentlich eine Webstube bauen? Oh, und seht mal, eines der Häuser ist schon wieder auf Vordermann gebracht worden. Ich glaube, das war das hier. Da sind sie, denke ich, mal noch dabei. So, Schiffchen. Du bist in Reichweite, oder? Ja, sehr schön. Dann werden wir gleich mit Holz und... wie heißt das andere Zeug? Ja, Fisch, danke. Mit Holz und Fisch werden wir uns zur anderen Insel aufmachen und die da noch besiedeln. Und damit unsere... so, machen wir das mal so. Dass wir vielleicht 10 Werkzeuge übrig behalten. Dankeschön. Nee, nicht einzeln. Bitte schön, wenn dann so. Sehr schön. Und auf damit zu Bruno Hilarius. Diesmal machen wir es aber richtig. Unsere Fischdings ist natürlich gesunken, weil wir gerade was verkauft haben. Das ist aber kein Problem, weil wir dann gleich nochmal eins hier hinsetzen können. Und den Handel mit Fisch aufrechterhalten können, solange wir noch keine eigenen Fische... Solange wir noch keine eigenen Schiffsrouten haben.
Aber das wird jetzt auf jeden Fall schnell vonstatten gehen. Wir bauen uns nämlich... Mal gucken, können wir das schon? Eine Werft, einen Hafenwehrturm, eine Kaimauer, ein kleines Handelshaus, eine Hafenmeisterei. Wo ist denn die verdammte Werft? Ach, da oben. Oh ja, tatsächlich, wir können uns eine Werft bauen. Hier ist der Baubereich blockiert, aber hier können wir sie hinsetzen. Schaffen wir es schon, ein kleines Schiff zu bauen? Nein, uns fehlt... Ich nehme von dir, Tau. Was mir zusteht. 2000 Goldmünzen. Ja, können wir noch verschmerzen. Jetzt kannst du erzählen. Hassan Ben Said hat dir ein Loch in die Geldbörse gebrannt. Oh ja, ein sehr großes. Aber wir haben es überlebt, würde ich sagen. Wir müssen einfach noch ein bisschen mächtiger werden. Zwischen zwei ihrer Mitspieler besteht nun ein Handelsvertrag. Aha. Oh Mann, bin ich froh, wenn die Erkältungszeit vorbei ist. Ich bin eigentlich nicht so anfällig, aber diesmal habe ich ein bisschen was mitgenommen. Aber es geht vorbei, sicherlich. So, das können wir noch nicht bauen, weil Stein fehlt, okay. Importieren wir das denn noch? Ja, genau, machen wir. Fisch will keiner haben, oder was? Das gefällt mir. Gut, schön. Northy hat uns ein bisschen Stein und sowas dagelassen. Allerdings kein Seil. Stein und Werkzeug. Ein Stein. Wow, Northy. Bist du aber spendabel. Wir wollen erstmal Seilerei. Die können wir sogar bauen. Die bauen wir mal hier dazwischen. So, da passt das die... Gewitter ist vorüber. Das ist aber schön, dass das Gewitter vorüber ist. Gut. Es läuft um Längen besser als das letzte Mal. Das könnte vielleicht damit zu tun haben, dass ich etwas wacher bin und nicht mehr ganz so panisch. Und seht ihr diesen schönen Einzugsbereich? Nicht mehr so wie da. Nein, wir können es direkt anschließen. Wuhu! Und wir haben auch Fisch hier drin, soweit ich mich nicht täuscht. Genau. Und jetzt machen wir hier die Bauerninsel auf, indem wir uns vorwiegend auf den Abbau von Werkstoffen spezialisieren. So, Dille. Das Schiff packen wir mal wieder hier hin, falls wir es für irgendwelche Spezialaufträge brauchen. Notfalls, um dann zum Sultan zu schippern. So, wann seid ihr denn mit diesem Haus hier fertig? Könnt ihr mir das mal sagen? Du brauchst... Was braucht ihr denn alles? Bedürfnis nach Kleidung und nach Unterhaltung. So, brauchen auf jeden Fall noch Stein. Ich vertraue in dieser Angelegenheit auf eure Fähigkeiten. Eskortieren Sie ein Schiff aus dieser Region und bringen Sie den Beweis zum Kontor von Lord Northburg. Verbleibende Zeit. Wo ist denn das Schiff? Kannst du mir das mal sagen? Ach, da unten. Ich weiß nicht, ob mein Schiff das schafft bis dahin. Gut. Dann versuchen wir es einfach mal. So, lass mal ein bisschen voranlaufen. Noch 14 Minuten. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. So, haben wir das jetzt angeschlossen? Das ist mir jetzt leider nicht möglich, mein Kind. Oh, wahrscheinlich müssen wir einfach noch einen Marktplatz hier hinbauen. Und die Straße dann nochmal neu setzen. So. Gut. So. Den setzen wir mal nach da hinten, damit wir Zugang zum Strand haben, um unsere Bürger auch noch ein bisschen selber zu versorgen. So. 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 Dann reißen wir hier nochmal kurz die Straße ab. Was ist denn hier das Problem? Kannst du mir das mal sagen? Und bauen sie hier nochmal, dann... Dafür gebührt euch ein Platz im Himmelreich. Das ist ja nett. Für diese Straße also. So. Hier kommt schon mal eine Fischerhütte hin, die er nicht haben will, so in diesem Maße. Aber so möchte er das haben. Gut. Noch ein paar Bauernhäuser. Um den Markt herum verteilt. Nein.
Und schon fehlt das Holz. Dann setzen wir uns hier eine Holzhütte hin, die wir nicht haben können, weil uns das Werkzeug fehlt. Dann kaufen wir doch mal ein bisschen ein hier. Vielleicht gleich noch Stein. Oh, und die halbe Stunde wäre vorbei. Eine recht schlechte Schätzung, will ich meinen. Naja, okay. 8 Minuten. Wir gucken uns noch kurz. Dankeschön. Erst noch eine kleine Wegzehrung. Und auf geht's. Wir gucken uns noch kurz an, welchen Auftrag North jetzt für uns hat. Wo ist unser Schiff? Kommt das bald? Na? Nein, ich habe es mal wieder geschafft, den Auftrag zu versemmeln. Na toll. Ich glaube nicht, dass wir das... Was mache ich hier überhaupt? Ich möchte das da schon mal mitnehmen. Ich glaube nicht, dass wir das rechtzeitig dorthin schaffen. Wir haben noch 11 Minuten. Mal gucken. Das Wettrennen mit der Zeit beginnt. Oh ja, die Zeit wird heruntergezählt. Wir haben uns vielleicht etwas zu viel Zeit gelassen. Die Siedlung eines ihrer Mitspieler hat sich weiterentwickelt. Patricia. Okay, die Frau ist halt ziemlich schnell. Wir gucken uns jetzt erst nochmal den Auftrag an. Ich bringe euch eure Lieferung. Dankeschön. Was tut man nicht alles im Namen der Nächstenliebe? Oh ja. Noch 11.000 Gold. Wir sind etwas verschwenderisch. Es wird Zeit, dass wir... dieses Schiff muss für den Auftrag Fauxpas sicher aus der Region eskortiert werden. Ja. Ach so. Kannst du da mal hin? Geht ihr mir bei dieser Sache zur Hand? Mhm. Jawohl. Gut. Da schippern wir jetzt hinterher. Ich bin wirklich gespannt, wo uns dieser Auftrag hinführen wird. Hier haben wir jetzt ein paar Werkzeuge zur Verfügung. Das heißt, wir werden erst einmal eine Holzfällerhütte bauen. Und zwar hierhin. Das müsste für 100% doch eigentlich reichen, oder? Ja, gut. Fisch haben wir zur Genüge. Genau, das steigt. Holz fehlt uns eben. Das macht nichts. So bauen wir hier nochmal was hin. Wir brauchen auch nicht viele Einwohner hier auf dieser Insel. Die füllen wir wahrscheinlich mit den Einwohnern dieser Insel hier wieder auf. Das können wir nicht bauen, weil uns Holz fehlt. Okay, alles klar, alles klar. Wir wollen hier keine große Zivilisation errichten, sondern hier die Rohstoffe abgrasen. Und dann wieder... können wir die auch in der Postkartensicht... Na? Oh, hier. Naja, ganz am Rand. Oh, schön. Wirklich sehr schön. Das Kloster. Dort unten ist unser kleines Kontor. Hier wackeln die Bäume. Und eine Holzfällerhütte. Nein, die wackelt natürlich nicht. So, wo ist denn unsere Eskorte? Hier. Ob das was wird? Irgendwie schwant mir Übles. Na, wir fahren immer hinterher. Dort hinten, was ist denn da hinten? Sollen das Wale sein? Ne, das ist eine Südseeinsel. Da kommen schon einige andere Schiffe. Euer Geld ist bei mir in den allerbesten Händen. Meinst du? Okay. Bestimmt erwartet ihr nun eine Gegenleistung. Ja, ich erwarte, dass du mich nicht angreifst. Das fände ich wirklich sehr nett von dir. Krieg können wir momentan noch nicht gebrauchen. Wir haben noch kein einziges Schiff. Aber wir könnten einmal gucken, ob sich das nicht schon bald ich kann nicht mehr reden. Wir können mal gucken, ob sich das nicht schon geändert hat. Haben wir jetzt etwa zu viel Holz oder wie? Ja, tatsächlich. Wir können aber nicht aufsteigen, weil uns das Dings fehlt. Oh, wir können mal kleine Handelsschiffe bauen. Uns fehlt jetzt allerdings das Seil. Gut. Wir könnten mal... Auf was könnten wir denn jetzt verzichten? Wir kaufen immer noch Werkzeug ein, ja. Exportieren immer noch Fisch, das Lager ist voll. Okay. Da können wir das mal ein bisschen aufstocken hier. Der Most ist auch voll, aber den wollte keiner haben. Den will keiner haben. Oh, wie schade. Dabei ist Most doch so lecker. Ach so.
Nee, den wollen wir nicht einkaufen, den wollen wir exportieren. Schiffsbau gut. Abgeschlossen. Sehr gut. Jetzt können wir gleich eine Handelsroute eröffnen. Das machen wir aber erst nächste Folge. Wo fährst du eigentlich hin? Argo. Gut. Hallo, Argo. Wo fährst du hin? Bleib bitte da. Wo ist denn unsere Eskorte hin? Mein Wappen auf den Segeln dieses Schiffes? Entzückend. Ja, meinst du. Wo ist unser Schiff? Oh Gott. Okay, wir sind mal wieder am Kämpfen. Interessant. Ein Kriegsschiff. Ich habe befürchtet, dass sowas kommen wird. Ja, komm, gib's ihm. Ob wir das schaffen werden? Ich weiß nicht. Gut, ich glaube, das Schiff... Ah, sehr schön. Das Schiff ist schon angeschlagen als das andere. Wieso haben wir keine Nachricht darüber bekommen? Wir wissen nur, dass wir ein kleines Handelsschiff gemacht haben. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ist gut. Es wäre vielleicht die Gelegenheit, bald noch einen Reparaturkran zu errichten. Wir werden jetzt das Schiff hier auf jeden Fall verfolgen. Nicht, dass uns nochmal sowas passiert und die Eskorte fehlschlägt. Ihr seht also hier das Kampfmenü. Eine Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt. Und das, gut, nicht diese Insel. Hier blinkt es. Yes! Sieg! Sehr schön. Das klang jetzt falsch mit dem Sieg. Aber Sieg klingt irgendwie immer falsch. So, häng dich mal bitte wieder an deinen Escort-Partner ran. Also das System ist eigentlich wie immer. Linksklick wählt das Schiff aus, mit dem man fährt. Also und so. Und rechtsklick auf den anderen Gegenstand. Wählt aus, die Koralle sieht toll aus. Wählt aus, wen man angreift. Also das einfachste Prinzip überhaupt. So. Ist das etwa das Ende unserer Eskorte? Und wir sehen hier, dass Schiffe sehr teuer sind. Wir haben nur noch eine Bilanz von plus 2 Goldmünzen. Und eine Insgesamtbilanz von 8000 Goldmünzen. Das heißt, wir müssen entweder mal ein paar mehr Bauernhäuser bauen. Oder aber mal ein bisschen den Handel aufnehmen und mal Sachen produzieren. Ein fairer Handel. Werkzeug minus Fisch, okay, insgesamt minus 488. Der Fisch mildert die Ausgaben, die wir haben, nur so ein ganz kleines bisschen ab, aber wirklich nur ein ganz, ganz kleines bisschen. Wir werden jetzt nochmal ein paar Bauernhäuser errichten. Der Kater schnarcht wieder. Damit unsere Kosten ein bisschen mehr gedeckt werden. So. Hier ist schon Ende Gelände. Ich sollte vielleicht nicht die einzigen Einflussbereich noch zubauen. Das geht noch und das geht wieder nicht. Okay, dann bauen wir mal da oben noch einen Brunnen hin, weil es so schön ist. Wenn wir es denn können. So. Der Sultan hat uns, glaube ich, Stein geliefert. Hier so ein kleiner Brunnen. Wir bräuchten noch mal einen, der ein 4x4-Feld ausfüllt. Der tut es auch nicht. Okay, dann setzen wir uns mal hier noch einen Brunnen hin und bauen hier nachher mal noch einen kleinen Platz. Gut, noch ein paar Bürger passen hier noch hin. So. Hier da auch schon wieder nicht. Schade. Lass mal so. Und Ihre Bevölkerung so. Sehnt sich nach Gemeinschaft. Ja, ist gut. Wir haben es begriffen. Wohnhaus aufgestiegen. Hier können wir dann auch eine dicke Straße machen. So. Und hier passt auch noch eins hin. Gut, dann haben wir wieder ein bisschen was aufgestockt. Unser Schiff ist hier. Eskortiert das andere Schiff weiterhin. Nordwind wird eskortiert. Gut, unser Schiff ist gut in Schuss. Die Nordwind ist auch noch gut in Schuss. Ja, wir haben ein kleines Handelsschiff und hier oben genug Holz, würde ich meinen. Oder, wie sieht das denn hier aus?
im Kontor. Sehr gut. Holz steigt, Werkzeug haben wir noch genug. Dann können wir jetzt allmählich mal anfangen, noch die Produktionsstätten zu errichten. Whoop. Einmal Steinabbau. Ach, okay. Mhm. Interessant. Gut. Alles in Ordnung. Hast du jetzt noch 100%? Ja, genau. Stein wird abgebaut. Hier hinten ist Eisenvorkommen. Das können wir aber erst abbauen, wenn wir genug Stein haben. Hatte ich in Erinnerung. Genau. Deswegen lassen wir jetzt erstmal ein bisschen Stein abbauen. Hier hinten haben wir noch mehr Stein. Okay. Da werden wir dann also noch eine Straße benötigen. Was machst du denn da? Was machst du denn da? Also wirklich. Hier ist Kohle vorkommen. Da werden wir vielleicht noch eine Köhlerhütte hinsetzen müssen. Aber zuerst benötigen wir hier mal noch ein kleines Handelshaus. Das bauen wir nach dort. Und dann schließen wir hier mal noch die Bauernhäuser an. So. Ja, es ist wieder nur ein kleines Handelshaus. Hier nochmal so. Nein, was baue ich denn da wieder zusammen? Das geht nicht. Ich weiß, dass wir überziehen. Ich wollte nur schon mal die Produktionsstätten für das nächste Mal festlegen. Ich bin begeistert. Oh, das ist gut. Ich denke, solange sie... Oh, sie hat Fisch gekauft. Wir haben Plus von der Baronessa. Wow. Das ist ja nett. Solange wir... Wir müssen aber gleich nochmal kurz gucken, ob wir noch genug Fisch für unsere eigene Bevölkerung übrig haben. Aber eigentlich müsste das der Fall sein. So, der Steinmetz. Gut, ist grün. Alles klar. Eine Köhlerhütte, da brauchen wir zwei Stein für. Das heißt, die müssen erstmal ihre Arbeit aufnehmen. Und dann hätten wir das Ganze auch schon. Das ist gut. Noch, wir sind wieder im Plus. Das ist auch gut. Eins, zwei, drei. Ups, Baubereich blockiert. Hier wird sich wahrscheinlich gleich wieder mokiert darüber, dass die Bevölkerung sich nach Gemeinschaft sehnt. Auch dem können wir abhelfen. Gut. Jetzt blockieren wir wahrscheinlich ein bisschen die Holzfällerhütte. Aber wir brauchen ja noch ein bisschen Einnahmen hier. Aber sonst... ja, jetzt ist sie nur noch auf 90. Gut. Ist auch gut. 90 geht noch. Hier setzen wir dann gleich eine Köhlerhütte hin, die wahrscheinlich auch nicht so viel produzieren wird. Aber wir werden es verschmerzen können. Wir haben gerade so viel Fisch, dass es eine Überproduktion gibt. Die können wir dann gleich mal handeln. Ja, genau. Gut. Aber das sind die Sachen, die wir das nächste Mal machen werden. Und zwar... So, haben wir hier die Eskorte abgeschlossen, frage ich mich. Nee, noch nicht. Gut. Wir werden diese Folge mit folgendem Ausblick beschließen. Und zwar werde ich die Folge beenden, sobald wir die Eskorte abgeschlossen haben. Die beinhaltete einen Kampf zumindest. Das war nicht besonders viel. Wir sind weit, weit über die Zeit hinaus. Es ist schon 25 Minuten. Das heißt, die Folge hat so ein bisschen Überlänge. Das macht aber nichts. So, wir beschleunigen ich das mal. Ich habe da an eine gewisse Summe gedacht. Zur Unterstützung. 1800. Ein Mitspieler hat neues Land erschlossen. Ihr ja, wisst wirklich, was der Anstand gebietet. Gut, okay. So. Und hier jetzt? Was ist jetzt? Hm. 3 Gut. Ach so, das ist der Beweis. Okay. Gut, wir beschließen den Auftrag jetzt noch einmal schnell. Und folgender Ausblick, wie gesagt, wir werden nächstes Mal die Eisenproduktion endlich mal anstoßen, da wir ja jetzt schon schön Stein der abgebaut Sultan haben. Wäre erfreut, würdet ihr mir diesen Dienst erweisen. Okay, wir brauchen 7 Holz und 5 Werkzeug für den Sultan. Ich bin beeindruckt, wie schnell ihr aus dem Nichts eine blühende Stadt geschaffen habt. Das ist schön. Na, welcher Fisch ist uns hier ins Netz gegangen? Voll lustig. Gut, wir müssen aber wirklich mal gucken gleich, dass wir sind ja gleich nicht mehr gut darauf also wir sind nicht mehr so enorm darauf angewiesen, dass wir diesen Handel treiben. Sobald Was wir... Was kann ich dem Kaiser über den Auftrag vermelden? Dass er abgeschlossen ist. Ich bin ist. Froh, dass ihr euch dieser wichtigen Angelegenheit angenommen habt. Sehr schön, wir bekommen Geld durch die Aufträge, das ist gut. Kommt nur und seht euch in aller...
Dann werden wir jetzt ein bisschen Holz und Werkzeug einkaufen. Ich schlage ein. 7 Holz, 5 Werkzeug. Gut. Damit würde ich mich von euch verabschieden, bevor noch mehr Aufträge eintreffen und ich hier mich gar nicht mehr losreißen kann. Ich hoffe, ihr verschmerzt... Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Gut. Ich muss mich das nächste Mal erstens um die Eisenproduktion kümmern, dass wir Werkzeug bekommen. Wir brauchen Köhlerhütten, da müssen wir den Handel etwas sanieren, weil wir ziemlich viel Geld auf den Kopf gehauen haben, dafür, dass die Siedlung jetzt so gut dasteht, also relativ gut. Wir haben viel Tribut gezahlt und naja... wir haben noch viel zu tun, bevor wir uns ein bisschen mal zurücklehnen können und uns der Siedlung widmen können, die wir da aus dem Boden stampfen wollen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken und beim... Ihr produziert mehr Waren, als eure Lager fassen können. Ja, ist gut, Northy. Alles klar, ich verabschiede mich gerade. Gut, damit Northy uns nicht nochmal weiter reinreden kann. Gehabt euch wohl, macht euch eine schöne nächste Woche und freut euch schon mal aufs Wochenende. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag wieder im Unendlichkeitsspiel oder eben in dem anderen Teil, das da der Story-Modus ist, der hoffentlich bald mal ein bisschen Fahrt aufnimmt. Das hatte ich auch ein bisschen verpeilt aufgenommen, weil ich, wie gesagt, ein bisschen krank bin. Jetzt geht es gerade, wie ich finde. Und so eine schöne Werft wollen wir irgendwann auch haben, mit so tollen Wimpeln. Das kriegen wir auch noch hin, würde ich sagen. Gut, bis dann zum nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Ciao!